Wir haben den Stresstest jetzt ganz kurz vorliegen. Wir werden den natürlich noch intensiv prüfen. Klar ist, dass der Stresstest nur ein Teil der Schlichtung war und dass dieser Stresstest auch nichts an unserer grundsätzlichen Position ändert, dass wir einen modernisierten Kopfbahnhof, dass der für uns die bessere Alternative ist. SMA kommt in diesem Stresstest zu dem Ergebnis, dass 49 Züge in der Spitzenstunde fahren können, allerdings mit wirtschaftlich optimaler Betriebsqualität. Und das heißt nicht, dass es für die Reisenden eine gute Qualität ist. Und es gibt dann noch einen zweiten Teil, das sind Teilergebnisse. Und in diesen Teilergebnissen, die sich auf Maßnahmen aus der Schlichtung beziehen, da wird auch deutlich, dass nachgebessert werden muss. Zum einen bei der Sicherungstechnik, bei der Anbindung des Flughafens und bei der Wendlinger Kurve. Und insbesondere bei der Wendlinger Kurve, diese Nachbesserungen, die wären aufwendig und kostenintensiv. Und selbst SMA stellt in dem Gutachten die Frage, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis da noch stimmt. Also das Fazit ist, die Kosten bleiben weiter die Gretchenfrage. Stuttgart 21 wird mit diesem SMA-Gutachten teurer, weil Umplanungen notwendig sind. Und die Bahn ist jetzt aufgefordert, diese Umplanungen vorzunehmen und die Kosten neu zu kalkulieren.